So, rein geht's. Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe lange kein Horrorspiel mehr gespielt. Was? Oh mein Gott, ich werde direkt mit sowas überfallen. WASD, Shift und Linksklick für irgendwas mit der Hand. Shift ist Rennen und WASD ist einfach normales Gehen dann. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Sound einfach so extrem leise ist. Aber hört ihr irgendwas? Ich kann nicht mal Escape drücken. Ganz leise. Hier wird das ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Moment. Das ist irgendwie noch so Ingame-Volume. Ich habe es jetzt mal extra auf Deutsch gestellt und das ist einfach schon richtig ranzig übersetzt. Volume heißt Band oder beenden heißt einfach Ausfahrt. Ich nehme die Ausfahrt raus aus dem Spiel. Tschö. Beware, okay, okay. Sieht auf jeden Fall schön aus. Also meckern kann ich da nicht. Ich dachte gerade, da hängt ein Typ in der Gasse. Das sah schon ein bisschen danach aus, hä? Vielleicht ist das mit Absicht so. Hm. Schauen wir uns doch mal um. Könnt ihr das ohne Probleme lesen oder muss ich die Cam da auch noch hochstellen? Ich mietete ein Zimmer im vierten Stock. Ja, gucken wir uns doch erstmal die anderen Stockwerke hier an. Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Gott, ich habe Angst. Mama. Schade um den Hund, er muss hungrig sein. Hier ist ja ganz viel Müll. Igitt, wie das stinkt. Irgendwo hat es vorher geklingelt. Bin ich jetzt im vierten Stock?
Okay. Ich habe wirklich so Schiss, weil ich es nicht einschätzen kann, was jetzt passiert. Aber ich denke, es geht auch ein bisschen darum, oder nicht? Ich habe jetzt nochmal den Sound ein bisschen lauter gemacht. Aber ich glaube, das Spiel ist generell einfach ruhig. Aber man hört halt ab und zu so ein bisschen so Sounds und Klopfen und Klingeln, Sachen, die irgendwie umfallen oder wenn eine Tür auf und zu geht. Ich bin gegangen, ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Was? Ich bin gegangen, ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Okay. Müssen wir irgendwo einen Schlüssel holen? Es ist schon eine ziemliche Ranzbude, die ich hier habe. Für wie viel wurde das Zimmer eingesetzt? Also eingestellt, dass ich mir das holen konnte? Oh, hallo Hühnchen. Was geht? Ach, der ist so süß. Hi. Aber der sieht irgendwie creepy aus. Guck deinen so creepy an. Ihh, da war wer an der Ecke. Dieser Ort ist schmutzig. Muss ich da hin? Nee, ich glaube nicht. Ist das der Laden? Leute, ich habe Angst. Ich sag's, wie es ist. Da war irgendeine Gestalt um die Ecke. Habt ihr die gesehen? Die hat so einen ganz fiesen Buckel gehabt. Ich muss jetzt zu irgendeinem Laden gehen. Kann ich unendlich rennen? Es ist ziemlich leer da draußen. Okay, diese Stimmen sind ein bisschen unangenehm. Aber was für ein Laden? Ich check's nicht. Ich bin, glaube ich, zu doof für dieses Spiel. Vielleicht ist es auch dumm, dass ich es auf Deutsch spiele, wegen der schlechten Übersetzung. Nee, warte, hier. Das ist der Laden. Die scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Im Laden? Ih, die Tür geht auf. Egal, gehen wir mal da rein. Ich denke mal, das ist wie so ein bisschen lineares Spiel, das mir zeigt, wo ich hin muss. Chalet. Danke für die 3 Witzflutter. Habt ihr dieses Rauschen gehört? Da war kurz so ein Rauschsound. Bitte sagt mir, dass ihr das gehört habt. Chill doch mal, ey. Immer diese lauten Nachbarn. Ah nee, das ist ein Rohr, das geplatzt ist. Ich habe nichts gesagt. Hast du die Sachen umgeschubst?
kam da gar nicht mehr hoch. Wieso muss ich jetzt so einen Umweg gehen? Ich habe doch einfach nur kurz einen Schlüssel geholt. Okay. In was für einer Ecke bin ich denn jetzt gelandet? Wow. Ah, ich bin jetzt hier. So, schön den Schlüssel rein. Habt ihr gehört? Perfekt. Aber ich drehe ja auch durch bei so Dingern, wo man die Tür so manuell aufmachen muss. So, und jetzt? Habe ich hier ein Zimmer gebucht? Keine Ahnung, also wenn ich ehrlich bin. Küche ist schon ordentlich. Kann man nicht meckern. Ah, ja gut. Bisschen ordentlich. Das hier sah noch sauber aus. Aber cool hier mit den ganzen Pflanzen. Ich würde mich einfach nur um dieses Insektenproblem kümmern wollen. Also bevor ich irgendwie Zimmer vermiete. Wäre das vielleicht noch so der erste Step, den man macht. Das ist jetzt meine Mission. Ist das mein Zimmer? Das ist mein Zimmer. Ja, cool. Chillig. Ich fange damit an, meine Sachen auf dem Bett zu lassen. Dass ich voll fokussiert bin. Was ist das? Wieso kriege ich das nicht auf? Klemmt das? Terrible day on floor. Wie meinst du das? Also, die sind genau hier. Was muss ich jetzt machen? Ich habe es leider nicht lesen können. Ich kann nur annehmen, dass dies das Zimmer der Vermieterin ist. Okay, die hat in ihrem eigenen Haus einfach noch so richtig krank verschlossen. Ja, gehen wir mal hier rein. Iba! Okay, das ist aber, glaube ich, irgendwie so für $1 die Nacht gebucht oder so. Ich weiß auch nicht. Das Licht hier flackert auch, also da kriegt man einfach schon direkt wieder eine Migräne. Mir zu gruselig. Ist dir das schon zu gruselig? Würdest du hier keine Nacht buchen? Ich verstehe nicht ganz, was meine Mission ist. Muss ich wieder raus? Der hat danach noch mal irgendwas gesagt? Aber ich sage mal so, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen, was er gesagt hat, weil ich dann auf den Chat geguckt habe. Muss ich jetzt den Abwasch machen oder was ist das? Und ich klicke wirklich schon alles Mögliche an. Ich will, dass es weitergeht.